Donnerstagnachmittag 3:3 im Testspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Drittligist FC Viktoria Köln hier im Kloster Marienpforte. Markus Feldau, Cheftrainer des VfL Osnabrück, ist bei uns nach dem Spiel. Markus, mit welchem Gefühl fahrt ihr wieder zurück nach Osnabrück heute? Ja, mit vielen wichtigen Erkenntnissen. Also mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden. Wir führen 2-0 und führen 3-1 und müssen dann einfach auch den Willen haben, das Spiel mal zu gewinnen. Wir haben lange nicht gewonnen und da war es eine gute Gelegenheit. Aber grundsätzlich auch viele gute Erkenntnisse und auch wichtige Erkenntnisse für die nächsten Wochen. Klar. Dann lass uns ganz kurz teilhaben. Kannst du ein paar dieser Erkenntnisse zumindest mitteilen? Ja, schön ist, dass der eine oder andere Langzeitverletzte, Eddie und Blacho, sind voll belastbar. Sind erste Woche im Training. Ist sicherlich eine gute Sache für uns. Es geht auch darum, wer wird in den englischen Wochen eine Rolle spielen können und so weiter. Das sind halt wichtige Erkenntnisse für uns, auf wen wir dann wirklich zu 100% bauen können, wer Position einnehmen kann. Also es ist ein wichtiges Spiel dafür. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass wir das Spiel einfach auch gewinnen, weil es in der ersten Halbzeit schon eigentlich 2-0 stehen muss. Wir haben noch 3-1-1-Situationen bei 1-0-Führung. Und in der zweiten Halbzeit, also spätestens bei 3-1, wo wir den 2-Tore-Vorsprung wiederherstellen, hätte ich schon erwartet, dass wir das Spiel auch nach Hause bringen. Waren die Kölner hinten raus vielleicht ein bisschen, auf Deutsch gesagt, geiler auf die Tore als ihr? Ja, es wirkt halt so ein bisschen so. Ne? Das frage ich mich, warum wir das da nicht haben. Ne? Also wenn man so lange nicht gewonnen hat, egal was für ein Spiel es ist, dann müssen wir schon brennen. Ne? Da müssen wir schon am Ende brennen und so ein Spiel auch unbedingt gewinnen wollen, klar. Eine Personalie, die auch in der Fanschar und bei allen Beobachtern sicherlich einige Beobachtungen und Beachtung finden wird, ist Jarrod Groth, seine Einwechslung in der 85. Minute. Kannst du so ein bisschen sagen, wo steht er derzeit? Also auf was kann man sich für die nächsten Wochen bei ihm einstellen? Ja, wir sollten da jetzt nicht zu viel erwarten. Es ging einfach darum, es ist gesund, beidesgehend, voll belastbar, spricht dafür, dass er halt an unserem Spiel teilnehmen kann. Aber nach so einer langen Pause braucht man halt unheimlich auch viel Zeit, um wieder reinzukommen. Also da sollten wir eigentlich keine Erwartungen jetzt irgendwie aufbauen, dass er uns jetzt kurzfristig helfen kann. Jetzt ist ja das Wochenende spielfrei und dann geht es nächste Woche in die Vorbereitung zum Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Ich weiß, das ist natürlich noch ein bisschen hin, aber vielleicht kannst du schon so ein bisschen was sagen, was in der Trainingswoche auf dem ganz vorne auf dem Plan stehen wird und mit welchem Gefühl du vielleicht so ein bisschen schon vorausblickst auf das Auswärtsspiel im Wildparkstadion. Ne, wir freuen uns halt auf die nächste Chance, die wir haben. Also die Länderspielpause war jetzt einfach geplant, für dieses Spiel zu nutzen, um gewisse Dinge auszuprobieren, zu sehen. Jetzt ist das Wochenende frei, Samstag, Sonntag für alle, wo es auch darum geht, mal den Kopf ein bisschen frei zu kriegen, mal was anderes zu sehen, vielleicht ein bisschen Zeit mit der Familie ein bisschen mehr zu verbringen, um dann ab Montag hochkonzentriert sich auf eine riesengroße Chance in Karlsruhe wieder vorzubereiten, ne? Wo wir dann dementsprechend gefordert werden, auch mit Ball immer wieder einen Tick besser zu werden jetzt. Und dafür wünschen wir ganz viel Erfolg. Markus Feldau, vielen Dank für die Worte hier nach dem Testspiel und für euch eine gute Heimreise in Osnabrück. Ja.